Fachleute sprechen inzwischen schon von einer vierten industriellen Revolution. Unsere Fabriken stehen kurz davor, an diese Revolution einzutreten. Und wir haben uns gefragt, wo ist eigentlich der Mensch in diesem neuen Industrieprozess? Weil für den Menschen muss es ja irgendwie möglich sein, dieses komplexe Gebilde, Fabrik zu überschauen, zu steuern, Entscheidungen zu treffen. Und da hatten wir die Idee, die Fabrik einfach auf ein Smartphone zu holen. Weil ein Smartphone, damit kann inzwischen jeder umgehen. Das hat eine sehr einfache Menüführung, ist übersichtlich. Damit kennen wir uns aus. Und diese beiden Aspekte, auf der einen Seite die sehr komplexe Gebilde der Fabrik in der Zukunft, auf der anderen Seite ein Smartphone, was ich in die Hand nehmen kann, was übersichtlich strukturiert ist, diese beiden Aspekte wollten wir zusammenbringen. Wie wir es ausgedrückt haben, hat dabei eben ein großes Spannungsfeld. Einerseits eben das moderne, allgegenwärtige Smartphone und auf der anderen Seite eben die Industriearchitektur aus dem 17., 18. Jahrhundert, eben diese Backsteine mit einem rauchenden Schornstein und das eben zusammen in ein Exponat zu bringen, das hat für uns einfach hat uns wahnsinnig viel Freude gemacht, das zu entwickeln. Thank you.